herzlich willkommen. Wir spielen noch eine Runde mit unserem Magier-Deck. Ihr seht, wir sind wieder am Anfang vom Monat. Und wir starten weiter hier auf unserer Leiter in Richtung Legendary. Mal sehen, ob uns unser Magier-Deck dafür hilft. Auf der linken Seite seht ihr es entsprechend. Jetzt am Anfang vom Monat ist es natürlich immer auch das Problem. Alle rennen los und man weiß halt eben echt nicht, was man für einen Gegner bekommt. Da halt eben auch noch viele der sehr, sehr guten Spieler halt eben drunter gemischt sind. Aber wir möchten natürlich mit unserem einfachen Deck möchten wir trotzdem möglichst weit kommen. Gegen Anduin. Ein Priester. Okay, was passiert jetzt? Wieso kriege ich keine Karten? Ah, da kommen sie schon. Ihr habt es so gewollt. Unsere Starthand ist blöd. Der Yeti ist gut, den lassen wir auch mal drin. Gerade die mit 4 Angriff sind natürlich immer sehr, sehr praktisch gegen einen Priester. Da hat er einfach recht wenige Möglichkeiten dagegen. So. Wir warten noch entsprechend. Und bekommen. Oh, wie lästig. Da, es geht los, endlich. Ein Frostblitz. Wir können nichts machen. Okay. Nächste Runde. Es geht für ihn weiter. Was spielt er? Okay. Klar, den Zweierschaden müssen wir uns natürlich reinnehmen. Das machen wir auch entsprechend. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. So. Nächste Runde. Okay, da kommen wir natürlich nicht durch mit irgendwelchen schönen Sachen, deswegen sollten wir ihn einmal spielen. Aber klar, er kann ihn natürlich auch nicht entsprechend buffen. Und das hat für uns auch wieder schöne Vorteile. So, was macht er? Oh, nicht die Wichtelmeisterin. Was haben die ganzen Leute eigentlich im Moment gerade mit ihren Wichtelmeistern? Das kapiere ich echt nicht. Klar, der kommt jetzt erstmal weg. Und wir spielen noch einen zusätzlichen Yeti, um hier einen kleinen Blocker halt eben drin zu haben. So, ich schau mal, welche. So, nehmen wir die 3. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Und schauen entsprechend 12. Na, kommt's. Er überlegt sich noch, was er jetzt entsprechend macht. Überlegen. Er spielt eine Lichtbrut. Gut, die sind natürlich sehr beliebt bei Mages. Er denkt natürlich, dass er mich damit hier wegkriegt. Aber ich würde sagen, ja, wir könnten ihn auch mit sowas hier einfach kurz einfrieren, aber dann halt er ihn wieder entsprechend hoch. Deswegen machen wir eine klare und deutliche Ansage gegen ihn. So, nächste Runde gegen Fronsec. Noch eine Lichtbrut. Wie hauen wir den weg? Damit könnten wir ihn auf 4 Schaden hochhauen.
Wir sind leider erst in Runde 6. Ich frage mich, ob... Na gut, wenn ich ihm das hier drauf hau. Ah, ich könnte auch eine Kombi einfach spielen. Ja, ich glaube, dann machen wir das. Wir haben hier 3, 4, dann hat er noch ein Leben, dann können wir ihn auch hier mit weghauen. Ja, machen wir es so. Schnell entscheiden. Was ist denn heute los? Irgendwie braucht heute echt jeder ewig. Okay, will er ihn noch hochwaffen? Will er ihm noch einen Zweierschild geben? Ja, zu spät. Gut. Ja, dann spielen wir unsere Kombi. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Zeit für ein bisschen Blut. Und natürlich noch unser Armani Berserker. Ich bin gespannt, ob er sie hochheilen möchte. Ich frage mich, ob... Okay, er vernichtet ihn gleich komplett. Das ist natürlich sehr schön. Und er heilt sie wirklich hoch. Wie viel von den Wichteln will er denn da aufstellen? Okay, der muss natürlich wieder weg. Und ich glaube, wir sollten sie jetzt dann auch mal wegnehmen. Also langsam wird sie ein bisschen lästig. Wir können das... Also erstmal, er muss weg. Er macht einfach überproportional zu den anderen Schaden. Das kann man nicht anders sagen. Hier haben wir 2, wir haben 1. Dann setzen wir... ihn und die Schilde hoch. Die gute Dame rein. So. Bin ich mal gespannt. Macht er sein zweites Schattenwort Schmerz? Ist jemand verletzt? Och nee, nicht die Nuss. Also die Kartenzinus muss natürlich weg. Bleibt nichts anderes. Beziehungsweise wir haben Runde 7. Das heißt, wir können auch einfach mal komplett hier aufräumen. Komm, machen wir das. War klug von ihm, kann man nicht anders sagen. Und er räumt komplett auf, oder? Ich hätte natürlich lieber irgendwas anderes gemacht, aber... Naja, machen wir es auf die Art und Weise. Einmal... Wir machen einen Flammenstoß. Ich kümmere mich drum. Und der Rest geht schön ins Gesicht. So. Heilige Nova. Eine zweite wird er wahrscheinlich nicht haben. Und er heilt sich noch ein bisschen. Gut. Sehr schön. Dann können wir hier einmal, zweimal. Den spielen wir noch ins Gesicht. Na gut, wir hätten auch... Ach, wir hätten direkt gleich einmal Schaden auf ihn machen können. Das war blöd von mir.
Er hat nur noch höchstens einmal seinen Schattenwortschmerz. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Woher hat er den jetzt? Hat er was von mir kopiert? Okay. Jetzt wird aber hochgehauen. Klaro, der macht jetzt beim ersten Mal macht er 5 Schaden. Wir ignorieren ihn einfach mal, ne? So, einmal. Dann nutzen wir das natürlich schön, um eine Karte zu ziehen. Haben sogar noch einen Mega-Dusel. Nutzen das dann schon, ihn nochmal zum Spielen. Und der Rest geht. Wunderbar im Gesicht. Das war's. Gut, nächste Runde. So, bringt ihm nichts, er hat verloren. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Aber ihm fällt der Schaden noch entsprechend. Ihm fällt noch... Und wir haben gewonnen. Sehr schön. Da kriegen wir unseren Stern. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein spannendes Spiel bis zum Schluss. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Like. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt für unser Magierdeck, dann schreibt diese bitte in die Kommentare. Und zur Not sehen wir uns dann morgen wieder zu einer neuen Runde hier bei Hearthstone. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.